In den letzten Tagen habe ich mir einige Kommentare rund um den Onigashima-Krieg durchgelesen und dabei habe ich gemerkt, dass die Community auf jeden Fall eine zwiegespaltene Meinung dazu hat. Es gibt ein großes Problem und zwar betrifft es die Stärke. One Piece ist ein Battle Shonen und man macht halt gerne Vergleiche. Doch in Onigashima scheint das Ganze ein bisschen schwieriger geworden zu sein. Und zwar weiß man nicht mehr genau, welche Indikatoren wichtig sind, um zu bestimmen, wie stark ein Charakter ist. Das Ganze fängt schon ganz am Anfang an, und zwar Ruffy, der einen betrunkenen Kaido angreift und ihn erstmal zu Boden schlägt, aber danach direkt mit einem Schlag K.O. geht. Und Ruffy, der kurze Zeit später, also nicht mal ein Monat, der vergangen ist, bei einem Clash mit Kaido den Himmel teilt. Ganz so einfach ist das, was in Onigashima aktuell abläuft, nun auch schon wieder nicht zu erklären. Deshalb habe ich mir gedacht, werde ich heute so gut es geht das Thema behandeln und euch zeigen, warum es mal so wirken kann, dass ein Charakter viel stärker ist als erwartet oder auch andersherum. Deshalb lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Fangen wir zuallererst an mit dem Problem, welches in den Onigashima-Krieg mitgebracht wurde. Und zwar spreche ich über Haki. Damals vor dem Timeskip wurde es nicht visualisiert. Wir wussten nicht mal, dass überhaupt sowas existiert. Und nach dem Timeskip hat sich dann Oda dazu entschlossen, okay, ich brauche ein gültiges Kampfsystem, welches man natürlich auch gegen Teufelsrundnutzer verwenden kann. Und zwar hatten wir das Problem, dass man damals Logia-Nutzer gar nicht treffen konnte. Bei den Paramesia- und Zoan-Nutzern war das ja noch möglich, aber bei den Logia-Nutzern war es unmöglich, sie irgendwie zu treffen, außer man hätte natürlich irgendwas Gegenteiliges, wie zum Beispiel bei Blitzen, Gummi oder bei Sandwasser. Oda hat damit ein Problem gelöst, jedoch viele neue Probleme geschaffen. Und zwar fragte man sich, was ist überhaupt Haki? Er musste das Ganze nach dem Timeskip erstmal einführen, hat dann aber auch Beispiele aus den vergangenen Arcs irgendwie gezeigt. Also vor dem Timeskip wurde Haki ebenfalls gezeigt, wie zum Beispiel damals Shanks, der das Seeungeheuer verscheucht hat mit seinem Königshaki. Und noch weiteren Beispielen, wie zum Beispiel von Rayleigh, der auch das Königshaki im Auktionshaus eingesetzt hat oder zum Beispiel Kami mit Hilfe von Rüstungshaki von ihren Fesseln befreien konnte. Jedenfalls kann man sagen, dass durch dieses große Problem viele Szenen neu geschrieben oder besser gesagt neu gezeichnet werden mussten. Man hat zum Beispiel dann bei dieser Szene, wo Kami befreit wurde von ihren Ketten, das Haki auch mit visualisiert. Das war erst vor kurzem, damit die Zuschauer halt wissen, okay, damals wurde Haki auch eingesetzt. Der Marineford-Krieg wird oft mal mit Onigashima verglichen. Viele behaupten, dass Onigashima den Marineford-Krieg übertreffen wird. Doch das bleibt noch abzuwarten. Damals haben wir Kämpfe wie zum Beispiel Whitebeard gegen Akainu gesehen gehabt, wo man sich gefragt hat, warum kann eigentlich Whitebeard Akainu treffen? Akainu ist doch ein Logia-Nutzer. Oder Marco, der zum Beispiel Kizaru treffen konnte. Oder auch Kusan, er konnte sogar Akainu treffen. Das waren halt alles Sachen, die uns verwirrt haben. Am Ende des Marineford-Kriegs wurde dann gesagt, Ruffy hat Königshaki. Und direkt im Anschluss hatte er dann sein Training mit Rayleigh. Und alles, was nach dem Timeskip kam, hat eigentlich immer wieder auf das Training zwischen Ruffy und Rayleigh aufgebaut. Man kam immer wieder dazu zu sprechen, egal ob es um das Rüstungshaki, um das Fahndungshaki oder jetzt auch um das Königshaki ging. Und dabei wollte man natürlich den Protagonisten immer stärker machen. Der erste Kampf, wo das, denke ich mal, am besten deutlich wurde, war der gegen Katakuri. Ruffy hatte das erste Mal einen Gegner vor sich, der in allen Belangen ihm überlegen war. Ich denke, das ist sehr gut aufgefallen, als Ruffy seine Attacke 10-mal so stark wieder zurückbekommen hat. Wisst ihr noch, als Katakuri die Attacken von Ruffy nachimitiert hat? Das waren sozusagen die Szenen, wo uns Oda zeigen wollte, okay, Katakuri ist Ruffy mehr als nur überlegen. Doch Ruffy hatte natürlich ein Ass im Ärmel, sein Gear 4, welches er ein Arc vorher eingesetzt hatte, und zwar in Dressrosa gegen Doflamingo, welcher auch ein unglaublich starker Gegner ist, und Ruffy konnte ihn durch das Gear 4 halt besiegen. Es war halt so, dass die beiden ein ungefähr gleich starkes Haki hatten, Ruffy und Doflamingo. Deshalb hat das Gear 4 ausgereicht gehabt, um hier den entscheidenden Faktor zu bieten, damit Ruffy halt Doflamingo besiegt.
Wenn wir schon bei Doflamingo und dem Dressrosa-Arc sind, dann kann man ja natürlich auch ruhig sagen, warum dieser Arc so wichtig war. Und zwar sollte sich hier herauskristallisieren, wer denn der wahre Auserwählte ist. Wir haben auf der Seite von Doflamingo Trebol und Co. gesehen gehabt, die daran geglaubt haben, dass Doflamingo der neue Auserwählte ist. Man kann jetzt hier sagen, ist damit Joyboy gemeint. Dieser ist natürlich etwas sehr Besonderes in der Welt von One Piece. Eventuell, weil er früher mal der mächtigste Mann der Welt war. Aber man könnte auch sagen, man redet hier generell einfach von jemandem, der die Welt ändern kann, der vielleicht die Weltregierung übertrumpft. Am Ende wurde klar, Ruffy ist dieser Auserwählte. Im Kampf gegen Katakuri bewies er dann, dass er ohne große Probleme sein Haki nachahmen kann. Er hat einiges eingesteckt, um dann halt auch den Future Sight einsetzen zu können, auch in die Zukunft sehen zu können. Und damit konnte er dann auch mit dem Gear 4 Snake Man Katakuri endgültig besiegen. Ich meine, die Attacke Gum Gum Jet Covering ist natürlich unglaublich gut, wenn es halt um Verordnungshaki geht. Man kann hier dem Gegner eine Falle stellen, weil es die ganze Zeit Abzweigungen gibt. Und wenn man sich dann irgendwann nicht mehr gut genug konzentrieren kann oder besser gesagt nicht viel weiter als der Gegner in die Zukunft sehen kann, wird man natürlich auch endgültig getroffen. Deshalb war Gear 4 Snake Man, denke ich mal, die beste Entscheidung, um hier Katakuri zu besiegen. Uns wurde klar gemacht, dass Ruffy jetzt einige Mauern überwinden muss, um Piratenkönig zu werden, und dabei soll er natürlich auch sein Haki verbessern. Nachdem das Observationshaki mit dem Whole Cake Island Arc abgehakt war, was sozusagen ein Sanji Arc war, hat man sich gedacht, jetzt kommt der Zoro Arc. Wano Kuni Samurai, das passt doch sehr gut zusammen. Hier muss doch das Rüstungshaki im Fokus stehen. So in etwa war es dann auch, und zwar hat man über das Rio Haki gesprochen, was auch die neun roten Schwertscheiden drauf hatten. Damit kann man seinen Gegner von innen verletzen. Ruffy sah das als Lösung, um Kaido zu besiegen, und hat das im Udon-Gefängnis von Opa Hio gelernt. Mit seinem Auftauchen auf dem Dach in Onigashima in Kapitel 1000 hat er eine Red Rock auf Kaido gefeuert, und die ganzen anderen Supernova waren alle beeindruckt von Ruffy und haben sich gefragt, wo er denn das gelernt hat oder was für ein Haki das ist. Ab hier fängt es an, wirklich etwas witzig zu werden, und zwar haben wir ja vorher den Kampf der neun roten Schwertscheiden gesehen gehabt, die das Rio Haki drauf hatten, und anscheinend konnten sie Kaido nicht so wirklich schaden. Jetzt hat auf einmal Ruffy Kaido geschadet. Es wird halt nie wirklich erwähnt, wann Kaido geschadet wird. Irgendwie kommt es einem so vor, als würde alles an ihm abprallen. Des Weiteren wird auch nicht über den Haki-Fortschritt von den Supernova gesprochen, Zoro, Kid, Law und Killer, sodass der Kampf einen so vorkommt, als wäre er nur dafür da, um Kaido aufzuhalten. Am Ende schafft es Zoro mit dem Asura, Kaido zu schaden, ihm eine Narbe zuzufügen, und Kaido sagt, dass das Königshaki war. Von hier auf jetzt wird von Rio auf at once Königshaki gesprungen, welches Ruffy wohl dank Zoros Angriff verstanden hat. Als Fazit kann man sagen, dass das at once Königshaki das Haki ist, was ausreicht, um Kaido wirklich zu schaden, laut aktuellem Wissensstand. Und weil Ruffy der Auserwählte ist, also der Joyboy der neuen Ära, und somit einen sehr starken Willen besitzt, ist er in der Lage dazu, mit dem Haki von Kaido mitzuhalten, und deshalb hat sich der Himmel geteilt, meine Freunde. Wenn man jetzt zu den anderen Kämpfen rüber switcht, sieht man dort auch einige Sachen, die natürlich ein bisschen komisch wirken. Wir hatten natürlich Chopper gegen Queen und Perospero, der natürlich Queen gepackt hat, ihn auf den Boden geschmissen hat. Die Angriffe haben aber nichts gebracht, weil Chopper kein Rio-Haki benutzt. Auf jeden Fall hat er dieses Haki nicht, deshalb bringt es nichts, dass er ihn herumwirft. Aber natürlich ist es beachtlich, dass er es dennoch getan hat. Deshalb Props an der Stelle. Im neuesten Kapitel sehen wir den Kampf Queen gegen Sanji. Sanjis Angriffe bringen gegen Queen nichts, weil seine Haut einfach viel zu hart ist. Sanji, der seine Windsmoke-Gene erwacht hat, kann aktuell Queen nicht schaden, weil sein Haki nicht auf diesem Level ist, weil er kein Rio-Haki einsetzen kann. Und hier ist, denke ich mal, der Punkt, wo jeder verstehen sollte. Der Grund, warum Onigashima aktuell so ein bisschen merkwürdig wirkt, ist, dass es hier wirklich ausschließlich um Haki geht. Aktuell kann man starke Gegner nur besiegen, wenn man auch ein starkes Haki hat. Also könnte es im Extremfall sogar so sein,
dass wir alle zum Beispiel Marco überschätzt haben, weil er halt die ganze Zeit Queen und King herumgeschubst hat, aber er eigentlich nicht mal annähernd so stark ist wie sie. Eiichiro Oda hat sich dazu entschlossen, Haki über jede andere Fähigkeit zu stellen. Ist es ein Fehler gewesen oder seid ihr etwa der Meinung, dass Oda das Ganze richtig tut? Seid ihr zufrieden damit, dass Haki immer mehr Einfluss in dieser Welt gewinnt und Charaktere wie Sanji und Co., die halt wirklich extrem stark sind, nur aufgrund von Haki immer downgerankt werden? Na klar weiß ich, dass Sanji hier in diesem Kampf höchstwahrscheinlich das nötige Haki erreichen wird, aber brauchen wir denn erst eine Bestätigung von Oda, dass sie soweit sind? Ich finde es ein bisschen unfair und natürlich auch kritisch zu betrachten. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.